Ja, hallo und herzlich willkommen schon mal zurück zum zweiten Raid-Test. Nämlich den, wie hießen die, Ogron Twins oder sowas? Twin Ogrons, hier. Sind eben zwei Zwillinge, hier Poll und Phemos. Wir sind jetzt in einer neuen Gruppe drin. Ist allerdings auch random, mal gucken, wie weit wir kommen werden. Gab gerade ein paar Probleme mit den Servern, mit der Location hier. Man kam nämlich in die Instanz, aber nicht auf die richtige Ebene. Kam nämlich ganze Zeit, sieht man jetzt nicht, wenn ich hier kurz rausgehe. Oder? Noch nicht. Ist ja auch egal. Wurde auf jeden Fall da unten gespawnt. Und nicht hier oben, mussten wir halt raus und rein und so. Aber die GMs arbeiten halt dran. Jetzt müssen wir warten, bis alle Leute reinkommen. Und dann schauen wir mal. Können auf jeden Fall ein bisschen was. Ich als Healer soll, muss halt drauf achten, bei dem Quake eben alle zu healen, glaube ich, ne? Genau, der schlägt nämlich seine Waffen in den Boden und macht dann halt AOE Damage. Unlimited Range, okay, also es geht überall hin. Muss man dann wohl wegheilen, nehme ich mal an. Und der macht einen Interrupting Shout, der eben 60k Damage macht und alle unterbricht. Für 6 Sekunden. Können wir ja mal gucken, was war das? Quake. Ich will aber nicht, wie viel Damage das macht, ne? Steht nur, dass es Damage macht. Dann hier muss man sich eben zusammenkuscheln, das habe ich schon gelesen. Weil man sonst 300% mehr Damage kriegt. Und wenn man da zusammensteht, macht es halt nur weniger, weil sich eben auf alle verteilt. Sonst noch. Whirlwind kennt man ja. Shield Bash, auch nichts Besonderes. Charges in the direction of a distant target, inflicting physical damage and knocking back all enemies. Okay, er charged irgendeinen Fernkämpfer an. Knockt halt alle auf seinem Weg weg. Hat man auch schon mal irgendwo gesehen, frag mich nicht wo, ich bin jetzt nicht so der Raider und WoW-Kenner. Aber irgendwoher kommt mir das schon bekannt vor. Gibt hier irgendwo was gerade? Nee. Upon reaching the end of the path, he slams his shield into the ground, inflicting physical damage to enemies within 10 yards. Knocking them back. Okay, ja, also er charged irgendwen an, haut dann am Ende sein Shield auf den Boden, der eben ein bisschen AOE Damage macht und die Leute wegknockt. Shield Charge injures targets, bleeding them for 10.000 damage every second. Okay, ich würde schon sagen, 10.000 wäre ja irgendwie gar nichts, aber 10.000 jede Sekunde, also 180.000. Dann Interrupting Shout, das haben wir ja schon gesagt. Dass es eben 60k macht und Spells interrupted. Pulverize the ground, causing various chunks of the ceiling to slam into the ground. Geschrieben, wird schon verstehen. So, noch irgendwas? Was war das Pulverize jetzt? Pulverize the ground, causing various chunks of the ceiling to slam into the ground. Also so Ghoul-Style, oder was? The first pulverize strikes the location of all players and inflicts physical damage to players within 3 yards. Okay. Also AOE um alle herum. Der zweite Schlag
lässt dem Sachen von der Decke fallen, die 8 Yards AOE machen um die Leute herum oder um die Felder herum. Oh, jetzt kommen mehr Leute rein scheinbar. Ach, ein Warlock ist da. Ich glaube, die machen das schon. So. Und der letzte causes a cluster of chunks of the ceiling to fall at once, inflicting physical damage to all players, increasing damage to damage the closer a player is to the point of impact. Okay. Kracht die Decke zusammen. Komplett. Macht dann allen Schaden. Und je näher sie an dem Einschlagspunkt stehen, umso mehr Schaden fressen. Ja, jetzt noch hier mal ein bisschen. Okay. Aber die haben ja verschiedene Energien. Bei 33, 66 und dann bei 100 machen sie irgendwas Spezielles. Und er sagt halt, wir müssen immer entweder zusammenstehen oder uns verteilen, je nachdem, was sie machen. Das war auch das, was hier, glaube ich, stand. Bei 33, 66 und bei 100 machen sie eben irgendwas Großes. Da irgendwas weiteres gesagt? We will try that further. So eine Tankabsprache. So, und halt verteilen, deshalb stelle ich mich mal nach rechts. Wobei vielleicht nicht so weit, wir müssen ja noch hier. Auf jeden Fall, muss ich sagen, kann man immer das machen. Vielleicht soll ich mich da reinstellen. Weil die andere Seite, so, was macht das? Okay. Macht es vielleicht nicht so einfach zum Healen, wenn man so viel rumlaufen muss. Schaden macht das. Okay, man kann drüber springen. Gut zu wissen. Er macht gerade Wirbelwind, das sind eh schon alle tot. Interrupting Shout. Genau, da soll man aufhören zu casten, weil das uns unterbricht. Genau, ich habe mir jetzt Deadly Boss Mod noch besorgt. Hat nämlich einer gepostet, dass das schon als Beta-Version gibt. Mit den ersten vier Bossen, die eben geratetestet werden, da ist das ganz gut. Okay, das ist das, wo das Dach einstürzt. Komm, ich war doch gar nicht mehr drin. Quake, das war irgendwas, wo ich healen musste, oder? Soweit ich das mitbekommen habe. Be ready to heal on the move. Quake begins. So, im Lauf. Ach so, Quake ist, wenn das Feuer kommt, oder was? War das das? Ah, genau. Ah, okay. Also Quake ist zusammen mit dem Feuer. Create a pyre as a target location, burning nearby as well as moving flames. Aber man konnte drüber springen, oder? Ich bin doch drüber gesprungen, habe keinen Schaden bekommen. Das ist gut zu wissen. Uncharged, wenn man nicht dann halt verteilen. Aber das ist halt das Problem zwischen nicht zusammenstehen und zusammen healen halt, ne? Was haben wir noch gesagt? Die Pulverizing Crate, right off the bat.
Okay, also bei 66% treffen wir uns in der Mitte, damit der Debuff nicht stackt. Also damit der Debuff sich auf alle verteilt. Aber wir treffen halt zusammen für die Debuffs und den Heal und gehen dann halt wieder auseinander. Also erst verteilt starten, dann zusammengehen, dann wieder verteilen. Das ist die Taktik an sich. So weit kommen werden wir wahrscheinlich nicht. Man kann rüberspringen, ist also alles kein Problem. Das kriege ich noch durch. Gerade glaube ich Melees an dem Typen dran, weil die kriegen halt Damage. Kannst noch ein bisschen Group hier. Wo ich jetzt schon Hauptsache, wir kriegen was vom Boss erstmal zu sehen. Sollen wir nicht casten? Da wollen wir wieder casten dürfen. Jetzt bestimmt noch 3 Sekunden muss es schon um sein. Der Tank ist down. Wenn ich nehmen würde. Das muss ich glaube ich wieder verteilen, oder? Oh fuck. Direkt in dein Haus. Kam auch gerade erst, oder? Oder habe ich so lange übersehen? Ich hab's gerade gesehen, da kam es auch schon an. Quake, das muss man ja hier. Stehen aber auch viel am Feuer, ne? Ist wahrscheinlich auch. So viel Damage macht es auch nicht, ne? Oder doch, es macht einen Dot, der auch stackt. Also macht es schon Damage. Weiß ja nicht, ob das so die mega Idee ist, neue Leute einzuladen, die die Taktik dann nicht kennen. Aber die werden eh failen, oder für die müssen wir halt mehr Damage machen. Bewegen die sich komisch. What? Der hat mich angecharged. Aber immerhin ist er dadurch durch keinen durchgecharged, dadurch, dass ich alleine stand.